Puh, das waren ausgebildete Killer. Profis. Nicht wie diese fußkranken Technodog-Lamer. Beweg dich, Junge. Dein Bruder braucht dich. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Ruina. So, wir sammeln jetzt erstmal hier alles ein. Der Waffenschredderer. Karma on Access! Yes! Und, was gibt's hier? Oh, ein schöner Prügel. Nice! So, jetzt lass doch mal gucken. Mission. Ja, da, Datenbank. Haben wir auch vieles Neues gesammelt. So, Fähigkeiten. Wie viele Skillpunkte habe ich denn übrig? Wo sehe ich das denn nochmal? Einen. Da weiß ich nicht, was geht. Skillpunkte 2. Dash. Während des Dashes ausgeführte Angriff versuchen je nach Länge des Dash-Smash-Schaden. Das ist eigentlich geil, aber es reicht leider nicht. Da brauchen wir 2 Skillpunkte. Die maximale Gesundheit. Och man. Wer will ich haben? Ich glaube, ich schon eher auf dem letzten Zahn. Gasbecher kostet 25% weniger. Mhm. Wenn die Belastung aktiv ist, werden deine Dash-Ladung verbraucht. Werden keine Dash-Ladung verbraucht? Also ich kann nur noch nicht dashen oder was ist das? Okay, ja, ich glaube, ich spare nochmal. So, ich muss mal kurz was schauen. Ich regel mal die Schatten ein bisschen runter, damit das Bild wahrscheinlich ein bisschen flüssiger läuft. So. Das geht aber in OBS, ruckelt es immer noch ein bisschen stellenweise. Kriege ich vielleicht noch was? Vision. Nichts. Na schön, hätte ja sein können. Dann gehen wir mal weiter. Tode. Na gut, aber ich spiele es halt auf dem schwersten Schwierigkeitsrang, ne? Hasser fragt. Die Kapsel mit dem Signal deines Bruders durch einen Strahldschungel voller tödlicher Maschinen und Killer jagen? Das nenne ich mal ein Abenteuer. Ja, das stimmt allerdings. Erinnerst du dich an das Ödland mit den alten Ruinen, wo die Kinder Verstecken gespielt haben? Ja. Vielleicht glaubst du es nicht, dass das hier, doch, das ist hier, was für ein Monstrum es geworden ist. Dein Bruder konnte sich schon immer gut verstecken. Doch diesmal sind wir im Vorteil. Wir haben sein Signal. Folge ihm einfach. So. Hier war das nochmal auf V. Ja. Ich liebe diese Arbeit. Ja. J, was denn jetzt erst? Diese Kiste zum Öffnen? Nein, ist er nicht. Machen Sie keinen Unsinn. Ich mach doch keinen Unsinn. Da liegt noch eine Waffe, aber meine ist besser. Die ist episch. Die ist lila. So. Kiste. Nice. Ja, Karma-Level, das braucht noch ein bisschen. Ich Level 14 bin. Ach, sieh mal an. Da wird er gerade transportiert. Help me, brother. OMG, das Signal deines Bruders kommt aus der Kapsel. Er muss in ihr sein. Wo bringen sie ihn hin? Wir müssen die Kapsel irgendwie abfangen. Komm schon, folgen wir ihm. Ja, natürlich wird das voll mit Gegnern sein, der Weg hier. Dann erstmal Energie aufladen. Was hab ich denn für eine Waffe? Schuss 10.
Einsatzschuss, Fernwaffe. Nehmen wir die mal mit. Oh, wie nett. Ein Vampir. Diese Parasiten saugen dann der Elektronik oder Gesundheit aus. Plündern deine Ressourcen. Schlag diesen Scheißgeil zu Brei, bevor er dir sämtliche Kraft aussaugt. What the fuck, yeah? What the? Yes! Bams, Alter! Komm her! Oh, auf die Fresse! Ah, das ist Gesundheit. Ah, fuck. Nice. Komm her. Ah, die Waffe ist leer. Ich habe ja nochmal eine Knarre. Ach, das ist Flammenwerfer. Deswegen hat er so viel Schuss. Oder ein Laser, besser gesagt. Die werden zu Skeletten. Ja. Hier. Gib Gesundheit. Macht er nicht. Da ist noch so ein Ding. Da liegt jede Menge Zeug. Awesome. Danke. Achso, hab mich gerade schon gefragt, wo ist denn hier der Schredder nochmal? Hallo? Da ist der. In der Ecke. Den Laser behalte ich mal. Oder was haben wir denn hier? Sub-Zero. Ach, das ist die Eiswaffe. Na, die mag ich nicht so. Die ist nicht so meine Waffe, muss ich zugeben. Also, ja, es ist geil, dass die Gegner durch Verlangsamung gefreezed werden, aber... Wo muss ich lang? Hier lang? Nee. Hier geht's nicht weiter. Ich hab gedacht, hier geht's hoch. Nö. Ach, am Waffenschredder vorbei, oder was? Nee. Ich press den nochmal. Dann krieg ich nochmal ein bisschen Karma für die Waffe, die er gerade ausgespuckt hat. Ach, auf der anderen Seite entlang, hier so. Aha, sie machen also die ganze Unordnung. Gucken, was gibt's hier noch? Schwertchen. Nano 7, nehmen wir mal. Ach, ich hätte beide Wege gehen können, oder was? Wo werden die Dinger denn reintransportiert? Gucken wir doch mal. Hier geht's lang. Oh, ruckel. So, und dann geht's ja eigentlich hier weiter. Ja. Ich liebe diese Arbeit. Ich weiß nicht nochmal, wie ich die finishen kann. C? Ja, hat nicht geklappt. Warum hab ich denn jetzt Leben verloren? Nur weil er mich berührt hat, oder was? Man verliert ziemlich schnell Leben. Auf dem schwersten Schwierigkeitsgrade. Weil die Typen mit den Nahkampfwaffen, die brauchen mir nur einen Hit zu geben und ich verliere schon zwei Energiepunkte. Also Lebensenergie. Ist nichts. Open. Ach, das ist dann wieder diese explodierenden Dinger. Die ich schon aus dem Weg räumen sollte. Das ist mir wieder nach einer... Ach, guck mal an. Hier ist es. Bringen Sie ihn hin. Wir müssen da rauf. Wir müssen ihn rausholen. Ja, das wird kein Vergnügen. Hau ab!
Das ist auch nicht so glimpflich, glaube ich. Da ist wieder das Teil. Na, komm her. Wo bist du? Da. Ja, ich bin doch mehr so der Nahkämpfer, hab ich gemerkt. Mit der Zeit. Und gegen Nahkämpfer lohnt sich der Laser auf jeden Fall. Da ist irgendwie wieder so ein Teil, was mir Leben absaugt. Das muss ich finden. Oh Gott! Hilfe! Wo ist es denn? Ich finde es nicht. Ja, das war jetzt klar. Dann kann ich das mit dem S schon jetzt vergessen. Ja, bis der mal stirbt, ne? Erfolg freigeschaltet, aber ich weiß nicht welchen gerade. Okay, gleich kommt wieder das Leben-Absaug-Ding. Ein Vampire. Aber ich weiß nicht, wo das sein soll. Jetzt stirb doch mal. Danke. Was? Du lebst noch? Frech. Da steht's. Ja, komm, geh kaputt. Jawohl. Das Gute ist, ich kriege halt echt Leben zurück von dem Ding, wenn ich es zerstöre. Aber das ist jetzt auch nicht so die Welt, was ich da zurückkriege. Kannst du mal sterben? Guck mal, was der aushält. Gib mir mal Energie, Junge. Jawohl. Ah, das wird eine knappe Kiste. Jetzt mach hier fertig, Alter. Hast du eine Kiste? Komm, mach die auf. Karma und noch was. Bombe. Nee. Das war irgendwas. Ach, scheiße, ich habe ihn nicht getroffen. Drück wie wild auf Shift, aber ich sehe die ganze Zeit nicht meinen Energiehaushalt. Bereich erledigt. Nice. Not bad. Thanks, Honey. So kind to me. Wo ist der Waffenschredderer? Da. Ja, ich muss zugeben, schlag mich bisher ganz gut eigentlich, aber warten wir es mal ab. Ja, für ein Level-Up hat es noch nicht ganz gereicht. Was haben wir denn da? AT Fusion Max. Schrotgewehr. Fucking hell. So, jetzt muss ich mal gerade was gucken. 2 Skillpunkte habe ich. Soll ich jetzt in Gesundheit investieren? Definitiv. Dann geht es mir auch wesentlich besser. Erhöht die maximale Energie um 25. Das wäre eigentlich auch geil. Das, glaube ich, pushe ich mal als nächstes. Um 50% geringere Haltbarkeit von Nahkampfwaffen. Das ist auch geil. Die ganzen Fähigkeiten sind eigentlich sehr, sehr nice. Aber das ist immer die Frage, wofür man es ausgibt, ne? Okay, jetzt, warte mal. Okay. Ja, ich bleib mal bei der Waffe. Wieder zuckt. Kiste. Jawohl. Ein Schuss. Na recht. Und sie brennen sogar. Ich weiß nicht, ob ich mir die Waffe nicht lieber aufheben sollte. Ich glaube, ich tue es mal. Also einzelne Gegner kann ich die auch im Nahkampf plätten. So. Karma. Haben wir auch noch ein bisschen. Hier ist aber nichts mehr. Lohnt sich der Rückweg gar nicht. Hier sieht es wieder nach einer Kampf-Area aus. Ach, er wieder. Voll einer knappen Stunde habe ich dich sterben sehen. Warum zum Teufel bist du noch hier? Könnte es sein, könnte eines von euch nutzlosen Aschlöchern ihn umbringen? Na los! Oh, Bossfight.
Meine Familie hat mich dazu gemacht. Es musste sie alle umbringen, um der zu werden, der ich bin. Oh. Krasser Motherfucker bist du. Also. Naja, komm. Er hat da. Uiuiui. Das bockt den auch gar nicht. Ach nö. Das ist wieder so ein Ding. What the heck? Er ist ein Nahkämpfer, dadurch sind die Bomben besser. Ja. What the heck? Wow, 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 hier explodiert immer ständig irgendwas. Da muss ich echt aufpassen. Ei, ei, ei. Du Sackgesicht. Ah. Gib mir... Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Oh Gott, Hilfe. Nein. Nein. Hau ab. Hau ab. Oh, ankommendes Geschenk. Was habe ich denn? Eine Waffe. Alter Schwede. Da hat er mich einfach gefletscht. Okay. Das bockt den halt nicht. Ich kann... Ah doch. Ich kann ihn stunnen. Nice. Also doch. Aber er ist nicht lange gestunnt. Oh, lass mich hier raus. Das ist eine Falle. Ja, ich muss ihn halt mal genau treffen. Ah, ja, ja. Oh Gott. Okay, das wird jetzt eine härtere Nummer. Was er auch aushält, ne? Ist ja nicht mehr feierlich. Oh shit. Muss hier raus. Jetzt. Fick dich, Junge. Boah. Der ist eine Nummer. Der ist eine Nummer hier. Ja, what the? Oh. Ich habe halt keine guten Fernkampfwaffen gerade. Ich muss das Ding jetzt zerstören. Nice. Gib hier die Knarre. Wow. Dass er sich auch porten kann, weißt du? Das ist so ein... Oh Gott. Ah. Hau ab. Ja. Gib mir die Waffe. Hau ab. Ach, das ist wieder so ein Ding. Ah. Geh kaputt. Jawohl. Okay. Nein, ich hab's schon kommen sehen. Headhunt. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Schnitzeln. Fire. Fire in the hole. Oh shit. Wow. Gib mir das. Warte, Helix, was? Achso, das ist ja meine Waffe. Da habe ich noch mehr Gesundheit und kacke hier trotzdem ins Beet, ey. Ach. Boah, jetzt bin ich froh, wenn der stirbt. Alter, Sackgesicht. So nicht, Freund. Nein. Was? Wo ist er denn?
Burn, Motherfucker. What? Nein, nein, nein. Ja. Ach Gott. Okay, nochmal. Nix, Feuer. Ich geb dir gleich Feuer. Ah, komm her. Wie der mir mit einem Schlag halt schon direkt zwei abzieht, ne? Ach, zu spät. Wo ist er? Da. Fuck you. Ja, nein. Naja. Nur weil ich an das Geschenk wollte. Ich wollte nur eine Waffe haben. Ah! Es geht hier so viel ab auf dem Bildschirm. Eigentlich nicht, aber ich muss halt immer diese Dinger hier zerstören. Uah. Jetzt. Ja. Wenn ich ihn stunnen will, fletscht er mich, ne? Bist noch ein Penner. Hier. Yeah. Ja. Er ist weniger, dass das Problem ist, dass diese Dinger hier noch da sind. Da ist noch Leben. Ich weiß aber nicht, ob das verschwindet. Naja, hat sich gelohnt. Ich hab's gerade gebraucht. Ja, nerv mich mal nicht mit deinem Scheiß hier. Warum sterbe ich denn jetzt auf einmal? Das gibt's doch nicht. Hinzulaufen und direkt stunnen. Kriegt er schon mal einen auf den. Was? Ich hab ihn noch. Hab ihn doch gestunnt. Erzähl doch nichts. Was war denn das hier? Ja, brenne, Junge. Ach, komm. Ey, glaubt nicht, wie schwer das dieses Spiel ist. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, wenn ich sage, fick dich, dann fick dich auch, Junge. Hä? Ich hab gerade gedacht, der lädt seine Energie wieder auf. Ah, nee. Da ist Energie, oh Gott, ja. Geh kaputt? Ja, wenn er mich in der Ecke drängt, was soll ich denn da machen? Alter. Ist dein Ernst? Fuck you, Alter, hier. Nix, Burn. Du brennst gleich, du Motherfucker. Ja, wenn er an diesem Ding da auch noch dran ist, ne? Richtiger. Ah, richtiger Fatzke hier. Boah! Deine Mutter, Alter! Jetzt komm her! Ah. Ja, wie gesagt, das Schlimme ist, dass er sich halt porten kann. Dass ich nicht weiß, wo der halt gleich stehen wird. Bei anderen Gegnern, die auf mich zulaufen, ist das nicht so das Problem, aber der. Er ist halt hier die Sau, ne? Ja. Komm. Ach nee. Wisst ihr was? Ich mach den jetzt fertig und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge von Ruiner. Ihr wollt es bestimmt nicht sehen, wie ich jetzt versuche, den wahrscheinlich, keine Ahnung, dreiviertel Stunde zu packen. ja, ich war schon mit mir so ein bisschen am Haaren, habe ich den Schwierigkeitsgrad runterstelle, aber ich denke mir dann, nee, dann habe ich keine Herausforderung und das ist mir ja das auch irgendwie nicht wert. Also,
Dann danke schon mal fürs Zusehen bei Ruiner. Richtig geiles Cyberpunk-Spiel von XY. Fällt's gerade nicht ein. Und ja, wenn ihr Bock auf dieses Spiel habt, holt es euch bei GOG.com. Dort kriegt ihr die DRM-freie Version. Und ja, dann macht es gut. Und wir sehen uns wieder bei Ruiner. Bis dann.